Die Karte am Hofer Bahnhof zeigt den Verlauf der beiden Touren. Von West nach Ost, Bindlacher Berg bis Hohenberg. Und die zweite Tour 2009, Nord-Süd, von Hof bis Weiden. Die Karte zeigt, dass eigentlich der kürzestmögliche Weg gegangen wurde, beziehungsweise genommen wurde. Hier einige Detailkarten der Tour von Hof nach Weiden. Google macht's möglich. Anreise. Bei einer Durchquerung auf Ski kannst du verschiedenste Wege nehmen. Schaubalweg Oberkotzau. Hohenbrand. Bergab auf eisigem Untergrund bei Unterwoltersgrün. Oder sanft den Hilkenbühl bei Wunsiedel hinaufsteigen. Je nach Gelände geht es bergauf oder bergab. Hier der Aufstieg zur Königsheide. Bei Friedersreuth in der Oberpfalz. Bei Grub, hier kannst du auf der Straße dahin sausen und gleiten. In der Traktorspur. Auf dem Radweg hier bei Erbendorf kommst du auf Ski ziemlich schnell voran. Bergan bei Franken. Saaleüberquerung. Flussüberquerung bei Grub. Überquerung des Bahngleises bei Fattigau. An der Unterführung Tröstau zum Beispiel abschnallen. Besser rechtzeitig wachsen, aber man wollte ja noch so weit wie möglich kommen. Und man muss Hindernisse umgehen. Kein Durchkommen möglich. Bei Biebersbach.
bergab auf dem Mittelweg zwischen Seehaus und Vordorf. Eine rasante Abfahrt auf Ski. Die schnelle Loipe bei Tröstau. Hohes Tempo beim Gleiten. Der Vorteil des Skis gegenüber dem Schneeschuh ist der, man kann abfahren und ist schneller. Zum Beispiel hier auf der Ochsenkopfpiste. Grub. Die stillgelegte Firma Winterling in Schwarzenbach. Selbstporträt. Blick in die Fichtelnarb. Rast bei Tröstau. Schneelandschaft bei Wunsiedel. Bahnhof Oberkotzau. Lampe. Auf der Himmelsleiter. Bei Höckstedt.
Blick vom Asenturm auf den Fernsehturm. Am Täfelein bei Bischofsgrün. Bei Oberkotzau. Kinderspielplatz Schwarzenbach. Beim Wellertal. Ohne Worte. Verschiedene Wegen. Hänger bei Franken. Landwirtschaftliches Gerätemuseum bei Vilkenreuth. Winterfreuden in Hallerstein. Mondlandschaft bei Nemmersdorf. Am Hirschsprung. Stets auf Wolke 7.